Vielen Dank zunächst mal für den interessanten Beitrag. Nachdem wir jetzt den ganzen Tag über sehr viel über Zeitlichkeit bei verschiedenen Referenten, über Vergänglichkeit, den Dokumentenstatus der Kunst, aber auch Auswahlkriterien des Weitererhalts, kam jetzt als neuer Aspekt noch die Weitererzählbarkeit bei Herrn Reck dazu. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz ausführen, was das für den Erhalt von Kunst bedeuten kann. Also gut, das ist eine Frage an alle natürlich. Nein, dazu kommen wir gleich. Ich würde ganz gern von Ihnen das noch mal ganz konkret auf die Auswahl, den Erhalt der Objekte. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, das ist durch das Digitale natürlich verstärkt worden. Es gibt sozusagen eine Latenz, es gibt eine Latenz und eine Latenzzeit von Werken, aber auch von Daten. Damit beschäftigen sich Archivarinnen und Archivare, die einfach das pflegen müssen. Die müssen das so aufbewahren, dass es noch existiert. Die sind also beruflich eingebunden in einen Prozess des Umgangs damit. Davon unterscheiden würde ich, was für Menschen aufbereitet werden kann, die dann das erleben. Dann ist die Wiedererzählung natürlich eine andere. Also was bleibt, was ist neu und so weiter. Ich glaube, dass der Beruf der Archivarin, Archivare dann irgendwie ein ganz anderer ist. Auch was ich kritisch sagte zum Louvre und so, das muss ja alles aufbewahrt sein. Also ich muss ja dorthin gehen können, wenn ich das denn darf. Und es muss ein Werk gefunden werden können. Und diese Menschen müssen wissen, in welchem Zustand die Werke sind. Da spielt eigentlich die Wiedererzählung eine sage ich mal, geringe Rolle. Ich habe von einer eher anonymen Öffentlichkeit geredet, die ein Gedächtnis bildet durch genau das. Genau. Also heißt es vielleicht auch Kontextualisierung von Kunstwerken, dass sie weiter lebendig sprechen? Ja, oder? Dass die was sagen oder plötzlich sagen die wieder was, obwohl sie lange Zeit nichts gesagt haben. Wenn man dann die Latenzzeit aktualisiert, also aus den Depots bestimmte Dinge wieder zur Diskussion stellt und das gelingt, gibt es andere Gesichtspunkte. Da passiert eben das, dass man sagt, oh, diese Vergangenheit hatte ja auch noch eine Zukunft, wie das bei El Greco war, der lange unbekannt war und durch den Expressionismus gesehen wurde. Also, es gibt viele andere Beispiele, aber das meine ich. Dann wird etwas zu einer Kraft gegenwärtig, die man sagt, ja, der hatte noch eine Zukunft, man hat sie nicht gesehen in der Vergangenheit. Ne? Also so, das ist so ein Spiel mit Öffentlichkeit. Gibt es jemand, der dazu noch was sagen möchte? Sonst würde ich hier die Einzelnen mal zu ihrem speziellen Blick darauf fragen. Zum Beispiel fangen wir an mit Frau Hartacker. Sie als Künstlerin, endlich die Aktive hier von, wenn wir die ganze Zeit über Kunst reden, endlich diejenige, die ich fragen kann, was wünschen Sie sich denn für eine Halbwertszeit? Was peilen Sie denn für eine Halbwertszeit mit Ihrer Kunst an? Ja, wir haben vorhin eh schon drüber gescherzt. Ich will natürlich, dass die Sachen, die ich mache, dass die möglichst lange erhalten bleiben und dass sie mich möglichst überleben, dass sie möglichst doch da sind, wenn ich nicht mehr da bin. Genau, das ist schon irgendwo so mein Anspruch. Und, aber andererseits ist es auch, also was mich auch interessiert als Künstlerin, ist eben oft das sichtbar zu machen, was eben nicht mehr sichtbar ist, was irgendwo einen Ort geprägt hat, aber von dem es an dem Ort keine Spur mehr gibt. Natürlich gibt es irgendwo eine Spur, weil sonst wüsste ich auch nichts davon und es ist nichts da, was ich versuchen könnte, sichtbar zu machen. Aber ich habe eben jetzt während der Konferenz darüber nachgedacht, dass es das eigentlich ist, was mich beschäftigt und was ein Teil meiner Aufgabe als Künstlerin ist, ist eben das Archiv, also irgendwelches Archivgut, das eben irgendwo im Archiv schlummert, was ich aber für wesentlich halte, wieder irgendwo zum Vorschein zu bringen und auf eine Art lesbar zu machen und so auch den Orten, an denen oder für die ich arbeite, eben so eine Art historische Dimension zu geben, die aber dann vergegenwärtigt wird. Mhm. Genau. Und wie sichern Sie die materielle Sicherheit Ihres Werkes? Ganz banal, indem ich mir schon Gedanken mache über die Haltbarkeit der Dinge. Also es wurde von Ihnen auch schon viel darüber gewitzelt, dass man ob man jetzt wieder in Bronze arbeiten soll, aber tatsächlich ist das schon etwas, worüber ich auch nachdenke. Mhm. Und gleichzeitig, also ich fand auch den Vortrag von dem Linus Neumann sehr interessant, natürlich, weil es da um was ganz anderes geht, also weil es da um eine ganz
ephemere Art geht, in die Gegenwart einzugreifen und so aktivistisch irgendwie vorzugehen. Aber auch hier ist es interessant, habe ich mich auch gefragt, wie die Arbeit der Roten Flora in 100 Jahren möglicherweise wieder aufgegriffen werden kann und wie man in 100 Jahren, also auch wie das archiviert werden kann, damit in 100 Jahren jemand wie ich zum Beispiel darüber stolpert und sich denkt, das war irgendwie interessant und wie kann ich das für die heutige Zeit wieder irgendwo präsent und lebendig machen. Ja, ja, danke schön. Ich darf gleich weitergehen und zwar zu auch einer etwas unterrepräsentierten Bereich, der ganz wesentlich für die Erhaltung der Kunst und des, ja, wo wir heute alle sprechen, das Archivieren überhaupt möglich ist, die Restauratoren anfragen. Und zwar, was wünschen Sie sich denn für die Haltbarkeit? Was würden Sie sich denn von den Aktiven erwarten, damit es eine mögliche Haltbarkeit überhaupt gibt? Ja, also vielleicht darf ich etwas anders anfangen, ja. Weil ich habe heute viele Worte gehört, interessante Vorträge gehört und Schlagworte Erhaltung, Restaurierung, Perspektiven aufgezählt, aber die Restaurierung, glaube ich, war heute wirklich etwas unterrepräsentiert und daher freue ich mich, dass ich vielleicht etwas dazu beitragen kann. Eines sind wir sicherlich nicht, was heute öfters gefallen ist, also hier ist ein Problem und nun fix das Restaurator. Also so, glaube ich, in dieses Eck möchten wir uns, glaube ich, nicht stellen, weil das dem aktuellen Berufsbild, dem aktuellen Ausbildungsprozess nicht mehr entspricht. Aber zurückzukommen auf Ihre Frage, ich freue mich natürlich sehr, dass es eine Künstlerin gibt, die sich mit Material und Materialerhalt beschäftigt. Und ich denke schon, dass es dass es um zwei Aspekte gehen kann. Wie Sie sagen, Sie möchten, dass Ihre Werke erhalten bleiben, dann ist es sicherlich wichtig, dass man sich mit diesem Material beschäftigt und nicht nur oberflächlich beschäftigt, sondern eine gewisse Auswahl trifft, die auch erhaltungsspezifisch, dass das machbar ist. Aber es gibt natürlich Künstler, die gerade sich mit dem Gedanken des Vergehens, des Verwandelns beschäftigen und das muss genauso legitim sein. Aber ich glaube, da muss man einfach eine klare Grenze ziehen und sagen, das ist machbar oder diese Materialien sind für einen Erhalt geeignet. Es gibt aber Materialien, die auch bei bestem Wissen und Gewissen und bei allem Wissensstand, den die Restaurierung heute hat, einfach nicht zu erhalten sind. Mhm. Dazu zählt eine ganze Menge an Materialkombinationen, die nicht funktionieren im Zusammenspiel. Aber auch natürlich, wenn wir an die ganzen Medien denken, wo wir heute eigentlich nur die Möglichkeit haben des Überspielens, des Computersammelns, der Aufbewahrung und das alles wieder in regelmäßigen Abständen in ein anderes Format zu überführen. Also ich glaube, da gilt es zu differenzieren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Künstler einfach, wenn sie das wissen wollen, weil ich denke schon, dass die Restaurierung über Materialien sehr viel weiß und weil wir natürlich auch mit Naturwissenschaftlern und Materialwissenschaftlern an Analysen arbeiten und das Material, glaube ich, ganz gut kennen. Wir würden herzlich einladen, uns zu fragen, ob das für einen Erhalt möglich ist oder nicht. Aber meine Erfahrungen, meine langen Erfahrungen in diesem Haus haben gezeigt, dass das oft gar nicht so sehr erwünscht wird. Also wenn wir hier belehrend auftreten und sagen, Maler, bitte, das muss so grundiert werden und dieses Material als Malmittel kann dann zu einem guten Erhalt beitragen. Also ich weiß nicht, vielleicht, das habe ich nicht geschafft oder das haben wir noch nicht geschafft, aber das wird vielleicht die Zukunft schaffen, dass es da auch eine interdisziplinäre Kooperation gibt, die dazu beitragen kann, für den Erhalt der Kunstwerke zu sorgen, die einfach für den Erhalt bestimmt sind. Mhm. Ja, herzlichen Dank für dieses sehr wichtige Statement aus dieser Ecke. Ich darf jetzt noch mal zur Sie als Frau Anunke als Beiratsmitglied ansprechen, wenn das gestattet ist, jetzt nicht als Architektin, sondern eher als Beiratsmitglied, nämlich und zwar
Was ist denn die Auftraggeberseite sozusagen bereit, dafür einzusetzen, dass Dinge haltbar sind? Also was, weil ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man darüber nicht nur reden will, was schon da ist und wie wir damit umgehen, sondern auch umgekehrt, wenn wir die Aufträge formulieren und wenn es losgeht, was ist man dafür bereit einzusetzen? Mehr Geld für Materialien, mehr Unterhalt, was auch immer. Ich bin ja nicht wirklich der Auftraggeber. Wir beraten ihn. Wir können versuchen, sozusagen auf ihn einzugehen. Das ist eine interessante Frage und ich denke mir, vielleicht ist auch das Symposium heute eines, das diese Fragestellung auch leicht verschieben könnte, weil ich fand das heute sehr interessant, dass über dass Kunstwerke ja unterschiedlich viel Lebenszeit einfordern können. Und ich habe mir nur gedacht, eigentlich wäre es ja interessant, vielleicht, wenn man Wettbewerbe macht, auch einzufordern oder diese Möglichkeit zumindest den Künstlerinnen zu geben, dass sie auch sagen, wie sie sich das vorstellen, was für eine Zeitphase sozusagen ihre Kunst haben sollte. Oder welchen, also das ist vielleicht etwas, was man momentan gar nicht so im Vordergrund hat. In der Diskussion gibt es natürlich immer das Thema mit Materialität und dann fragt man immer, Vandalismus ist immer ein Riesenthema und so. Aber ich denke mir, das war, finde ich, sehr schön auch, das kann ja, der eine möchte für die Ewigkeit haben, Anna. Nicht nur, nein, muss ich habe auch Sachen gemacht, die wirklich nicht nein, für die Ewigkeit aber, gemacht sind, aber es ist gerade im öffentlichen Bereich, wenn man was für den öffentlichen ja. Raum macht, ist das irgendwo ein Thema für mich. Ja. Ich finde, es ist ein Thema und ich denke mir, dass dieses Thema verschiedene Künstler unterschiedlich sehen werden. Und wenn jemand sagt, ich glaube, dass eigentlich, ich meine, wir haben ja auch die temporären, also Interventionen im öffentlichen Raum, aber wenn jemand sagt, er glaubt, 3 Jahre würde das genau jetzt für diese Zeit eine unglaubliche Kraft entwickeln, weil im öffentlichen Raum das Wesentliche ist ja, dass dadurch auch irgendwie ein sozusagen ein Kontext, ein Feedback-System erzeugt wird. Das ist, finde ich, jetzt zum Schluss ein bisschen untergegangen, dass sich ja immer irgendwie auch dass ja was passiert. Bei Kunst im öffentlichen Raum ist es ja so, dass man sich sehr bewusst ist, dass man ein Umfeld in irgendeiner Form bedient, provoziert, mit ihm gemeinsam arbeiten, also eine Aufmerksamkeit erregen möchte oder auch nur angenehm, was auch immer, ja, aber man ich denke mir, es ist schon so eine Art Feedback-System, das man sich da erwartet. Also wie gesagt, also um nicht ganz abzukommen, ich denke mir, dass diese Zeit Ebene eine ist, die man auch ein bisschen beim Künstlerinnen sozusagen einfordern könnte, um das zu erfahren und dann auch adäquat materialmäßig darauf antworten kann. Und das hat natürlich auch immer was mit Geld zu tun, wie das eingesetzt wird. Und ich denke mir, bei Kunst im öffentlichen Raum geht es auch wirklich, und auch bei Kunst geht es ja darum, dass es eine optimale sozusagen Entfaltung haben kann und über diese Faktoren kann vielleicht der Künstler, die Künstlerin noch mal besser steuern, wie sich die Idee am besten im öffentlichen Raum entfalten kann. Sie wollten was dazu sagen. Ich glaube schon, dass wenn Erhaltung ein Thema ist, dass dann Geld in die Hand genommen werden muss. Das glaube ich ganz bestimmt. Und womit wir uns in letzter Zeit, es gibt natürlich jetzt auch erschwerende Faktoren, also der Klimawandel ist in allen Ohren und Munden und der Klimawandel hat natürlich auch was mit Kulturgutterhaltung und erschwerenden Komponenten im Kulturgutterhalt zu tun, weil wir uns da einfach vorbereiten müssen. Nicht? Also stark Regenfälle, Hitzeperioden machen auch was. Vor allem mit Kunstwerken im öffentlichen Raum. Aber um diese Geldfrage nochmal aufzugreifen, ich glaube, gerade für die Kunst im öffentlichen Raum, die natürlich auch eine Betreuung bedarf, also sind wahrscheinlich in Zukunft einfach Monitoringsprogramme, Wartungsprogramme, Pflegeprogramme sicherlich wichtiger als Einzelrestaurierungen. Und da muss man sich den Kopf machen,
wie man diese Dinge umsetzen kann. Das wollte ich sagen. Ja, ich darf das vielleicht ergänzen aus sozusagen meiner Erfahrung in der Arbeit im Beirat. Wir haben bei jedem Projekt, in jedem Wettbewerb hat der Beirat sich gefragt, wie gut ist so ein Kunstwerk haltbar? Wir haben das sehr wohl bei jedem einzelnen Fall diskutiert. Manches Mal war das auch ein durchschlagendes Argument. Also diese Frage ist schon evident. Archivierung der Gegenwart. Ich will ganz kurz eine Empfindung wiedergeben, die ich gehabt habe den ganzen Tag über. Ich bin mir vorgekommen, es sind ununterbrochen Pfeile auf mich eingetroffen von großartigen Gedanken, Geistesblitze und einige sind stecken geblieben und einige, bei mir sicher andere wie bei Ihnen, aber insgesamt sozusagen sind wir getroffen. Die Archivierung der Gegenwart, und da habe ich jetzt gerade gehört bei Herrn Reck, die jetzt ist gerade vergangen. Das heißt, wir müssen uns schon über die Archivierung dieser Veranstaltung Gedanken machen. Man muss etwas zerstören, um Kunst zu erschaffen, hat Linus Neumann gesagt. Wir haben bei Herrn Deibel ganz oft gehört, das hat mich auch sozusagen interessiert, er hat sehr oft von Entsorgen gesprochen. Das heißt, wenn es entsorgt ist, sind die Sorgen weg oder so ähnlich. Wir haben sozusagen diese Auswahlkriterien. Der Begriff Triage aus der Medizin ist durch die Pandemie uns bekannt. Das ist etwas, was offensichtlich für die Kunst möglicherweise auch ein Thema ist. Wir haben das Wort Überarchivierung ist gefallen, das mich sehr fasziniert hat. Und die ganze Zeit und den ganzen Tag durch ist dieser Zeitfaktor, wo sozusagen Kunst in ihrer Zeit eingeschlossen ist, wie das Insekt im Bernstein. Und ich würde gerne eine Frage jetzt formulieren, die für mich diese ganze oder diese unterschiedlichen Diskussionen zusammenfasst und würde die gern sozusagen einheitlich an alle Gäste hier richten und dann auch an Sie. Und zwar ist die Frage: Was machen wir mit der ortsgebundenen Kunst, wenn wir in einer immer dynamischer werdenden Welt den Ort verlieren? Das ist die Frage. Das ist auch, schließt auch vielleicht an Ihre letzte Bemerkung über die migrantische Zukunft, die nicht nur eine kleine Gruppe betreffen wird, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern uns alle. Darf ich vielleicht gleich diese Frage an Sie weitergeben? Es ist eine Frage an uns alle, selbstverständlich. Also Sie haben das sehr richtig pointiert. Genau das war der Horizont, wo ich erstmal auch nur Fragen habe. Weil wir haben irgendwie gelernt aus der europäischen Stadtgeschichte und ihrer Theorie, dass zum Beispiel Aristoteles hat gesagt, die Stadtbevölkerung setzt sich aus drei großen Gruppen zusammen. Das sind die, die jetzt hier leben, das sind die, die gestorben sind und das sind die, die noch kommen. Die müsste man alle irgendwie mitbedenken. Und dieses Migrantische, wo ich glaube, wenn man also diesen Referenzen folgt, die mich sehr beeindruckt haben in der Fragestellung, dann betrifft das jüngere Generationen, die ganz anders umgehen, also die kein Eigenheim mehr wollen, die kein Automobil wollen, die wissen, dass sie mit den digitalen Geräten operativ flexibler sind, die vielleicht auch anders sich orientieren, sicher in Beziehungen oder Familien und so eine andere Bedeutung. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man nicht nur von Migration redet in Bezug auf dieses zugrunde liegende Elend, also die Flüchtlinge oder die Zwangsnomaden oder irgendwie diese, wenn man diese Kategorisierung will, also auch Didier Fassin, der auch ein schönes Buch geschrieben hat, schon darüber sagt, nein, das ist einfach, sagen wir, einfach Zwangsnomaden erstmal, egal ob sie Papiere haben oder nicht, egal ob sie legitim sind oder nicht, egal ob sie politisch Verfolgte sind oder nur Wirtschaftsflüchtlinge, als ob Armut nichts Politisches wäre. Also das sind alles so diese Kategorien, aber jetzt geht das tatsächlich weiter. Also angenommen, es gibt
es gibt so diese Bewegungen zunehmend. Ja, es gibt zunehmend mehr mobile Menschen, jüngere Generationen. Das betrifft uns nicht mehr, Sie wahrscheinlich schon noch, also mindestens als anderer Horizont. Und das ist natürlich eine ganz entscheidende Frage, was geschieht mit diesen Orten? Also Ortsgebundenheit zum Beispiel von Kunst, aber es gibt ja auch Ortsgebundenheit von historischen Ereignissen. Und die meinte ich zum Beispiel nicht, ja, mit Denkmälern, weil Gedenkstätten sind nicht einfach Denkmäler, das ist nochmal was anderes. Das markiert etwas. Und was geschieht denn damit? Kann man das einfach so erzählen? Und machen sich die Erzählung zu eigen? Das wäre sinnvoll zu fragen. Was müsste geschehen, damit so eine Erzählung an einem Ort jemand sich zu eigen macht, der von außen kommt, der dazukommt und der das also nicht von sich aus schon hat? Ich kann mir hier vieles vorstellen. Ich glaube, ja, das wird nicht, da geht es nicht um die Existenz, also es wird sein oder es nicht sein, sondern es geht um die Art und Weise, wie so etwas gelingt, sagen wir, in eine kuratorische, kommunikative Alltagspraxis übersetzt zu werden, weil diese Menschen leben ja auch irgendwo und diese Dinge sind ja auch flexibel. Ne? Das heißt, die Mobilität beinhaltet ja Wechsel, zunehmend mehr Wechsel. Aber ist wahrscheinlich auch eine Bewegung, die sehr viel stärker war und die jetzt sehr viel stärker wird als noch in der Moderne. Die moderne Gesellschaft war wahrscheinlich gar nicht so mobil und so flexibel. Also wenn man den Soziologen folgt, die sagten, ich kann mich gut erinnern, auch eine Dame, die ich hier auf dem Judenplatz getroffen habe, mit der ich ins Gespräch kam vor 25 Jahren, die sagte, sie sei aus dem 19. Bezirk, jetzt ihr Mann sei gestorben und sie möchte jetzt hier sehen, wo sie aufgewachsen ist. Die war seit 50 Jahren nicht mehr in der Innenstadt. Und das war im 19. Jahrhundert normal, dass die Menschen ihr Viertel nicht verlassen haben. Also die Moderne war eigentlich gar nicht so mobil. Natürlich aus der Sicht der Künste war sie mobil. Und ich glaube, das wird jetzt etwas, wo es um ganz andere Dinge geht. Also Zivilgesellschaft, auch Humanität, Moralität, Zivilisiertheit. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Dinge dann nicht besonders wichtig wären. Aber ich weiß auch nicht, wie man sowas macht, selbstverständlich. Das heißt doch, es werden vielleicht akzidentale Interpretationen, Auslegungen, Neuvarianten aus den Archiven auf uns zukommen. Ich finde, was Frau Chris gesagt hat, das haben wir sehr eingeleuchtet. Auch dafür braucht man dann Programme und nicht Einzelmaßnahmen. Ja? Das heißt, man braucht dann wirkliche Programme. Wie kann man das erschließen für eine künftige Gegenwart mit den spezifischen Geschichten, die für Menschen sind, die eine ganz andere Herkunft haben? Ich glaube, da braucht es Programme. Und gebe die Frage weiter, das heißt, der Ort, den man, die Spuren des Ortes, die man sucht, die es aber dort nicht mehr gibt und die man dann findet, das heißt, die ortlose Kunst, die dann ihren Ort wieder sucht, wie gehen wir um? Ja, eben einerseits habe ich jetzt gerade gedacht, das, was ich mache, ist nicht die Archivierung der Gegenwart, sondern die Vergegenwärtigung des Archivs, oder das ist zumindest das, was ich oft versuche. Auf der anderen Seite habe ich auch über das nachgedacht, was Sie gesagt haben, Herr Reck, weil dieses Nacherzählen und dieses Nacherzählen auch eine Art von, vielleicht keine Ewigkeit, aber auch eine Art von Fortbestand und Dauer natürlich erzeugt, die aber nicht ortsgebunden ist, die sozusagen an die Personen gebunden ist, die diese Erzählung weitertragen und an ihre Kinder weitererzählen, die es wiederum ihren Kindern weitererzählen. Und dass man natürlich diese Dauerhaftigkeit oder auch die Archivierung nicht unbedingt nur und ausschließlich in materiell denken muss, sondern dass das ja viel weiter geht eigentlich. Es ist auch eine eben, und das ja auch ganz konkret, wenn es da um diese Atommülllager geht, deren Orte man sozusagen auch in 100.000 Jahren noch wissen soll, ist das ja sehr interessant, dass man hier nicht auf, keine Ahnung, auf Porzellantafeln oder sowas setzt, sondern offenbar auf darauf, dass man etwas mündlich weitertradiert, dass man etwas erzählt und nacherzählt und wiedererzählt. Das haben Sie wunderbar gesagt. Das ist, man hat herausgefunden, das leistungsfähigste Gedächtnis ist so diese orale Wiedererzählung. Die dauert 3 bis 4, höchstens 5 Generationen, kann die überspringen. Und da muss das so, ne, in einer Kette so weitergetragen werden. Mit allen Veränderungen der Sprache und allen Veränderungen, die dann gegeben sind. Das ist sozusagen das Lebendigste im Archiv, ist diese Lebendigkeit. Archivierung der Gegenwart, der Ort, der verschwindet, der durch
Dynamisierung weg ist, die Kunst, die überbleibt. Nein, ich würde das sozusagen schon aus der, gerne die Sicht des Restaurierens. Wir sprechen von verschwindenden Dingen. Das ist etwas, womit Sie sich auch beschäftigen. Aber Sie beschäftigen sich ja damit das Verschwundene auch wiederkehrt. Und wie sieht das aus, wenn sozusagen der Ort nicht mehr gewiss ist? Ja, das ist absolut eine schwierige Frage. Ja. Und wirklich eine philosophische Frage, finde ich, wo Sie, Herr Reck, natürlich die Antwort gegeben haben mit entsprechenden Programmen. Ich würde die Frage gerne an die Künstlerin weiterleiten. Wenn Sie ein Kunstwerk oder eine Installation für einen bestimmten Ort machen und der ist nicht mehr da, was würden Sie da tun? Also was würden Sie sich für Ihr Kunstwerk wünschen? Ab ins Museum? Also wenn der Ort nicht mehr da ist, ist es auch schwierig für den Ort was zu machen, aber es ist natürlich eine interessante Frage. Meistens geht es darum, diesen Ort auf irgendeine Art wiederherzustellen oder zu rekonstruieren oder irgendeine Art des Zeichens zu setzen, dass dieser Ort ja auch existiert hat. In Zeiten wie also virtueller Raum, diesen Raum nachempfinden, dieses Kunstwerk in diesen virtuellen Raum stellen, also gibt wahrscheinlich viele Möglichkeiten, aber Sie wollten wahrscheinlich, dass ich was über das Depot sage, oder? Ja. Ich habe eine grundsätzliche Frage, die ich an diesem Tag nicht beantwortet gefunden habe. Also wenn wir Kunstwerke ankaufen mit Steuergeldern, dann ist für mich zumindest als pragmatisch Denkende irgendwo eine Verpflichtung auch den Steuergelderzahlern hier irgendwie Rechenschaft abzugeben, was damit passiert. Das kann man in Form von Dokumentationen machen, das kann man natürlich auch machen, indem man Erhaltungsberichte abgibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das schon eine Relevanz hat. Was tun wir damit? Weil das ist ja etwas anderes, als wenn ich aus meinem Geldbörsel mir irgendetwas kaufe, kann ich ja wohl damit machen, was ich möchte. Aber ich glaube, das kriegt eine andere Dimension, wenn wir mit öffentlichen Geldern hantieren. Darf ich noch eine Zusatzfrage, nämlich wir haben den ganzen Tag über auch gehört, dass wir sozusagen in der Kunst, im Kunstdiskurs es ständig mit Neubewertungen haben. Ja, Kontextualisierung war mehrmals ein Thema. Inwieweit spielt sozusagen die Kontextualisierung, Neukontextualisierung von Kunst im praktischen Leben sozusagen des Restaurierens, des Erhaltens von Kunstwerken eine Rolle? Inwieweit greift das ein in Ihre Tätigkeit? Also antworte ich zuerst zu dieser Frage und komme dann zum Depot. Selbstverständlich ist das ein wesentlicher Punkt. Wir fangen ja, was ich vorhin sagen wollte, fix the problem, das geht ja nicht mehr so. Sondern es muss ja natürlich zuerst absolut alle Informationen zusammengetragen werden, was dieses Objekt oder dieses Kunstwerk betrifft. Dass, wenn es um lebende Künstler geht, dann ist es natürlich notwendig, bevor man überhaupt anfängt, also mal mit dem Künstler Kontakt aufzunehmen, auch mit ihm abzuklären, was ist hier möglich. Also eine Restaurierung eines Objekts, wo der Künstler noch lebt, ist nicht möglich. Das dürfen wir nicht. Ja? Also das ist absolut die Meinung des Künstlers einzuholen, was hier gefordert ist. Oft sagt der Künstler, ich mache das selber. Ja? Dann kann man nur beratend zur Seite stehen und sagen, vielleicht verwenden Sie dieses Material, was vielleicht günstiger im Alterungsverhalten ist, aber dann ist das natürlich seine Entscheidung. Das ist ganz klar. Und dadurch, glaube ich, ist dieser Kontext immer wieder neu zu hinterfragen und immer wieder neu aufzustellen. Das Depot, die zweite Frage, hat jetzt so ein bisschen auch hier und auch das Wort Archivierung ist so ein bisschen ins reaktionäre Eck gestellt, glaube ich. In den letzten 10 Jahren hat die Museumslandschaft in Österreich extrem große Depotprojekte realisiert, auch im Hinblick darauf, dass Ressourcen in Zukunft knapper werden und dass, was ich vorhin schon gesagt habe, man von Einzelrestaurierungen wahrscheinlich weggehen muss, obwohl die Restaurierung das können muss, aber doch es um die Sammlungserhaltung im großen Stil gehen muss. Und daher, glaube ich, hat man in große Depot
Projekte investiert, Kunsthistorisches, Wien-Museum, Ferdinand Deum in Innsbruck, Niederösterreichische Landesgalerie. Also da hat es also wirklich eine Reihe von großen, teuren Dingen gegeben. Heute hinterfragen wir schon wieder diese Großprojekte, weil wir wissen ja, wenn wir uns die steigenden Energiepreise anschauen, das wurde auch schon heute gesagt, dass Depots und auch Museen mit klimatisierten Räumen extrem viel Geld verbrauchen und dass es auch darum geht, in Zukunft für diese Dinge neue Konzepte aufzustellen. Und das wird man auch tun müssen. Ja. Und auch die Depots, die ganz weit weg sind und Restauratoren nur mehr auf Dienstreisen sind, wenn sie vom Haupthaus in die Peripherie fahren, um dort nach dem Rechten zu sehen oder nach den Objekten zu sehen. Das ist auch eine Frage, die man sich in Zukunft wieder neu stellen muss. Also ich glaube, es bleibt alles in Bewegung und es geht wirklich in die Richtung Nachhaltigkeit und dass man sich das genau überlegt. Aber das dennoch glaube ich, ja. Ich wollte nur ergänzen, das wurde ja in diesem Energienachhaltigkeitsdiskurs auch heute auch schon mehrmals angesprochen. Ich will die Frage auch noch einmal an dich stellen. Was machen wir mit ortsgebundener Kunst, wenn der Ort verloren geht? Ich glaube, nach deiner Antwort gibt es auch die ersten Fragen aus dem Internet, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich würde, und Marie-Therese, du hast sozusagen hier, du kannst das aus einer dreifach, sehr interessant, aus einer dreifach besetzten Position beantworten. Du bist sozusagen Architektin, du bist sozusagen im Kunstbereich tätig und du bist sozusagen im BAF auch im Fachberat mit diesen Fragen beschäftigt. Das ist jetzt spannend. Kommt da eine Antwort raus oder drei? Das überliegt dir. Wenn der Ort verloren geht, der Kontext, für den die Kunst gemacht wurde, ich denke mir, da gibt es keine eindeutige Antwort, wie wir auch heute gehört haben. Ich glaube, wir haben den öffentlichen Raum, also der allgemein zugängliche öffentliche Raum, der auch ständig in Veränderung ist. Ich meine, wir haben jetzt auch durch die Pandemie oder so, gab es ja auch ganz unterschiedliche Situationen jetzt der Nutzung des öffentlichen Raums, was für eine Wichtigkeit der auch für unsere Gesellschaft darstellt. Dann gibt es meiner Ansicht nach diese Parallelwelt, die ebenfalls öffentlich ist, des medialen, also des Internets, des virtuellen Raums, der, wie wir auch heute gehört haben, ja auch ganz stark sowohl im Kunstkontext mit einer unglaublichen Erreichbarkeit, mit anderen Eigenschaften, sage ich mal, in unsere Gesellschaft eingreift, wahrnehmbar ist mit anderen Faktoren. Und ich finde, ich habe so ein bisschen heute diese Empfindung, das Gefühl, da gibt es einfach diese Parallelwelten, die sich aber auch gegenseitig unterstützen können. Weil ich finde, wenn der Ort verloren geht, dann ist es wichtig, dass es irgendwo nachlesbar, aufspürbar ist. Das ist dann etwas, was im Netz archiviert ist, was als Wissenspotenzial auffindbar ist. Ob das jetzt Aktionen sind, man weiß ja nie, warum es verschwunden ist. Wir haben ja sehr von aktionistischen, sozusagen, Dingen gehört, die in einem Kunstkontext, aber es kann einfach ganz banal, weil das Haus abgerissen wird und dann ist es trotzdem, also da gibt es ganz unterschiedliche Szenarien, aber ich glaube, dieses Dokumentieren der Kunst im öffentlichen Raum ist ganz ein wichtiger Part, der mal zumindest das Weitererzählen und dass die Geschichte lebendig bleibt, sicherstellt. Und dann gibt es meiner Ansicht nach unterschiedlichste Antworten, ob das jetzt in ein Depot wandert oder anders wieder in den Neubau eingebracht wird. Ich glaube, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich zu überlegen. Aber ich habe mir nur gedacht, sollen wir unserem
der BIK raten, dass sie ein Museum, ein Depot für Kunst im öffentlichen Raum bauen, machen, haben sollten, weil eben es auch diesen Ort braucht, weil doch immer wieder auch Kunstwerke, die den Ort verlieren, vielleicht dann, weil sie so wertvoll oder was für Gründe man auch immer findet, diesen Ort dann in diesen musealen Ort übersetzt werden sollen. Und also das ist für mich eine große Fragestellung, die ich, also wo ich denke mir, darüber sollte man sich, darüber sollten wir uns Gedanken machen. Ja, es, Darf ich zu der zu Ihrer Anregung des Dokumentierens noch eine machen? Denn ich denke, das sollte mindestens mal genauso professionalisiert werden wie das Restaurieren. Das Problem ist, ich habe sehr, sehr viel auch historisch, kunsthistorisch gearbeitet über vergangene Ausstellungen, über vergangene Objekte. Die sind einfach nicht vernünftig dokumentiert. Also es hilft uns überhaupt nichts, wenn wir so eine ephemere Erinnerung daran haben, dass da mal was war und ein schummeliges Schwarz-Weiß-Bild. Nein, es müsste, wenn es jetzt mit rechten Dingen zugeht, dass man die Dinge wirklich, zumindest die temporär gedachten Dinge mal vernünftig erhält, um sie erinnern zu können. Das heißt, von allen Seiten vernünftig dokumentiert, vernünftig beschriftet, also auch benannt, um was es sich da eigentlich handelt, was alles dazu gehört. Also eine ganz normale Sache, die wir in Museumssammlungen für absolut normal halten, findet halt für Projekte, für viele Arbeiten im öffentlichen Raum überhaupt nicht statt. Also viele Kunst am Bauwerke sind bis heute auch nicht annähernd mal dokumentiert worden. Und dazu gehört natürlich auch eine Transparenz und Sichtbarmachung. Nämlich, wir haben ja heute alle Mittel, QR-Codes und andere Dinge, um Informationen bereitzustellen, um darauf zu verweisen, wo die Dinge eigentlich sind. All diese Dinge, da fehlt noch eine ganze Menge, wenn wir nur davon reden, dass wir die Dinge ernst nehmen, solange sie da sind. Ich rede noch nicht mal vom Verlängern des Lebens. Aber vielleicht darf ich es ganz... Es gibt vielleicht eine Wortmeldung dazu. Nein, lassen Sie sie. Ja, ich habe noch einen kleinen... hier ist leider keine Frage aufgetaucht, aber eine Anregung, die ich gerne weitergebe, nämlich spannend wäre die Geschichte zu den Roscoe-Bildern in Harvard, die zu beleuchten, nämlich ausgebleicht und inzwischen per digitaler Projektion restauriert. Also dieser Hinweis wurde nur gegeben, dass da auch noch Möglichkeiten bestehen, ganz anders Dinge zu erhalten. Aber vielleicht können wir dann das öffnen und hier auch Fragen sammeln. Ja, Frau Büttner, ich wollte nur kurz sagen, Sie haben natürlich völlig recht. Wenn man sagt, es soll eine brauchbare Wiedererzählung werden, dann muss erstmal eine Erzählung da sein. Ja. Da haben Sie schon recht. Also das, und da liegt vieles im Argen. Ja. Und im Übrigen finde ich auch den Hinweis auf die Steuergelder natürlich entscheidend. Ich kenne Städte in der Schweiz, also ist jetzt egal, wo tatsächlich unglaublich viel von dem, was ein sogenannter Kunstkredit, also eine staatliche Förderung von Kunstprojekten aus vergangenen Jahrzehnten bei Um- und Neubauten durch ein Baudepartement einfach auf den Müll entsorgt wurde. Also direkt, also von Staatswegen direkt zerstört. Mhm. Und da waren einige Dinge drunter, die, von denen ich schon meine, dass die wertvoll genug gewesen wären, dass man sich anders auseinandersetzt damit. Und es war auch nicht so, dass das unsichtbare Dinge gewesen wären. Das kann ja dann nochmal ein anderes Problem sein. Aber vielleicht kommen jetzt hier noch die ein oder anderen Fragen. Wir haben hier tolle Expertinnen, die da vielleicht noch das eine sagen könnten. Vielleicht geht es um die Frage, ob es einen Friedhof geben soll für Kunstwerke, die man dann abmontiert, irgendwie in der Wüste ein riesiges Feld und da kommt dann alles hin oder so, oder ob das genügt, wenn man das digital macht. Ich glaube, dass so wie der Mensch eine gewisse Zeit zum Leben hat und dann halt geht, wo man es nicht vorbestimmen kann, so ist er mit einem Kunstwerk. Ich würde gar nicht so einen besonderen Wert legen, ein Kunstwerk bleibt oder geht und geht halt irgendwann und bleibt, wenn es ein Automatismus, den man einfach automatisch laufen lassen soll, das genügt mir halt.
Wunderbar, Sie wollten gleich darauf antworten. Ja, nein, weil das leuchtet mir ein. Ich wollte nur sagen, im digitalen Universum gibt es schon sowas. Also Bruce Sterling, Schriftsteller, Science Fiction und Medientheoretiker und so weiter, der hat einen Friedhof eingerichtet auf Death Media, da geht es aber um Hardware, die nicht mehr gebraucht wird. Da das alles gesammelt, da gibt es einen Friedhof von dem, was nicht mehr existiert. Aber das, Sie hatten das selber erwähnt, es gibt es natürlich auch für die sozialistischen Kunstwerke, die da abgebaut werden. Da gibt es ja diese Art von Archivierung im Realen, nämlich so eine Art Skulpturensammlung. Ja. Nochmal anders ist die niederländische Strategie, aber das ist nicht Kunst im öffentlichen Raum, sondern die Förderung, Ankauf von Bildern, die in allen Amtsstuben, das tatsächlich vor ein paar Jahren hat man Hunderttausende von diesen Werken entsorgt und als Polder verwendet, weil man überhaupt nicht mehr wusste, was man mit diesen, weil es sind verdeckte Künstlersubventionen, also Subsistenzsubventionen eigentlich. Ja. Die eine Überproduktion ermöglicht haben, also für den Staat, ich rede jetzt nicht für die einzelnen Künstler, dass man den Nutzen dann nur noch also in so einer absurden, widersinnigen und doch irgendwie störenden, gleichzeitig radikalen und seltsamen Weise los wurde als ne? Also wie Abfall am falschen Ort, Kunst am falschen Ort gleich Abfall. Aber dieser Vergleich erinnert mich eher daran, dass man vielleicht auch so eine Art Artothek draus machen könnte, nämlich die Dinge bereitstellen und Kommunen oder Privatleute könnten sich dann Objekte, die an anderen Orten aufgestellt, Denkmäler, die irgendwo standen, ausleihen. Also jetzt rede ich natürlich nicht von ortsgebundenen im eigentlichen Sinne, sondern von der großen Zahl von zwar ortsgebunden aufgestellten, aber eigentlich in der Substanz eher überall aufstellbar und freien Kunstwerken. Ist das eine Perspektive für die Künstlerin? Der Friedhof der Kunstwerke? Ich fände das natürlich sehr interessant und ich habe auch mal in Litauen einen dieser Skulpturenparks besucht, wo diese ganzen Stalins und Lenins irgendwie jetzt da in Reihe und Glied herumstehen. Und ich finde, das ist ein interessanter Ort tatsächlich. Also das ist und ich finde es besser, die stehen da herum an diesem Ort, als sie sind irgendwo eingegraben, was man ja zum Beispiel in Berlin gemacht hat mit diesem Marx-Kopf oder so. Also dass sie, wobei das natürlich dann auch wieder ein Künstler, den diesen Kopf wieder ausgegraben hat als Kunstaktion, um dann das danach wieder zuzuschütten. Aber für mich ist ein Archiv eben immer interessant und das ist ja auch eine Art der Archivierung dieser Statuen, dass man sie nicht einfach umschmilzt oder so, sondern dass man sie an einem Ort alle zusammenstellt und sie ein bisschen vergisst, aber sie sind noch da und man kann in Zukunft darauf zurückgreifen und sich wieder mit ihnen beschäftigen. Und deshalb finde ich die Idee eines Friedhofs, solange die Dinge nicht wirklich begraben sind, aber eben deshalb würde ich auch eher wieder sagen, eine Art Depot, wo diese Dinge hinkommen und wo man sich aber dann wieder mit ihnen beschäftigen kann, wenn man das möchte. Und was ja auch interessant ist, was dann mit diesen Dingen eben passiert, wenn sie aus diesem Kontext herausgenommen werden, für den sie ursprünglich gemacht wurden. Ja. Das ist aber auch interessant. Also es ist interessant, darüber nachzudenken, was dann damit passiert. Aber diese Art des Wiederentdeckens gibt es des Öfteren, denn ich habe das untersucht und festgestellt, dass eine ganze Reihe von Wandbildern, also ortsgebundener Kunst aus dem Nationalsozialismus, ist nach dem Krieg entnazifiziert und übermalt worden und dann inzwischen wieder freigelegt zur Diskussion gestellt. Also dieses Auf- und Ab der Geschichte, wenn man es nicht zerstört, sondern, ich will nicht sagen, abdeckt oder beiseite räumt und dann wieder neu diskutiert, ist ja vielleicht auch eine Methode. Darf ich noch ganz kurz? Ja, bitte. Ich finde das auch, dass das sehr richtig ist, weil wir haben ja heute oft gehört, warum nicht entsorgen oder weg damit und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ich habe mich gefragt, ob wir wirklich diese Kompetenz haben, das zu entscheiden, sondern ich würde mich sicherer fühlen, wenn man einige Jahre, nicht nur einige Jahre, sondern vielleicht mehr als 50 Jahre zumindest vergehen ließe, um solche Entscheidungen zu treffen, weil meine Großmutter hasste Jugendstil und hat also ihre ganze Jugendstileinrichtung an ihre Enkel verschenkt. Wir waren begeistert. Also ich glaube, es bedarf oder
wenn ich jetzt schaue, sind also alle meine Kolleginnen für die 70er-Jahre-Möbeln Feuer und Flamme, die habe ich noch entsorgt. Also ich glaube, wenn wir mit öffentlichen Geldern umgehen, ist es wahrscheinlich sehr weise, etwas Zeit vergehen zu lassen. Und wie Sie gesagt haben, also ich war auch in Albanien, wo das genauso ist, und die haben noch nicht einen Friedhof daraus gemacht, sondern die haben ein Museum und ein Schaudepot daraus gemacht, was total spannend ist, weil einfach durch die Akkumulation hunderter Leninbüsten wieder ganz was anderes entsteht und weil es auch der Forschung zugänglich ist. Also es gibt ja auch verschiedene Depotformen. Ja, ja, Sie wollten auch noch. Nein, ich meinte nur, dass der Kontext, also der öffentliche Raum, wir haben ja vorhin davon gesprochen, was passiert, wenn der Ort verloren geht, ja. Und ich denke mir, dass sehr viele Kunstwerke, die speziell für den öffentlichen Raum gemacht werden, schon den öffentlichen Raum als Gegenüber haben wollen und den Ort auch als Gegenüber haben wollen. Und diese Kunstwerke würden sich vielleicht in einem Depot gar nicht so wohlfühlen, wo ich mir denke, dass die Archivierung, also das Dokumentieren, das, wo ich auch ganz wie finde, die Dokumentation muss hervorragend sein, es muss total zugänglich sein. Auf Seiten der BIC wird das ja auch gemacht und verfolgt. Die Frage ist, wie sehr muss es auch physisch, wie sehr brauche ich dieses physische Vorhandensein, wenn der Ort verloren geht? Ja, wenn sich der Ort verwandelt und das Kunstwerk nicht mehr da sein kann, aus irgendwelchen Gründen, finde ich, sollte dort schon eine Markierung zum Beispiel, da gibt es ja diese Gedenksteine, also in die ganzen jüdischen, nein, in irgendeine Richtung, wo es diesen Verweis gibt auf die Geschichte. Ja, also ich finde diese Geschichte, diese Orte, die mit Geschichten verbunden sind, das finde ich schon eine spannende und eine wunderbare Sache. Aber ich selber finde, es muss nicht immer alles, ich finde, es kann auch etwas seine Zeit abgelaufen sein, es kann auch etwas sterben und etwas anderes kommen. Also ich finde, es ist momentan, kommt mir vor, alles muss erhalten. Das ist mir, aber ich finde, wir haben die unterschiedlichen Welten, wir haben diese Möglichkeit, ein Archiv, eine Dokumentation digital zu haben, wo jeder von überall zugreifen kann, dass ich mit einem Ort auch verbinden kann, und das ist, finde ich, ganz viel wert. Und das kann die Dinge auch, Ideen auch, sage ich mal, also nicht nur jetzt, auch Ideen am Leben erhalten und lebendig und weiter leben lassen. Ja, ich denke, Sie sprechen auch ganz was Wichtiges an, denn es ist ja nicht nur ein Wunschkonzert, wir leben ja in sehr starken ökonomischen Zwängen, die nicht dazu beitragen, dass alle Häuser erhalten bleiben können. Darauf hat Frau Hasselt ja deutlich gemacht, nicht nur aus der Materialität, sondern auch aus ökonomischen Zwängen Dinge immer größer, immer breiter, immer neu gebaut werden müssen. Das heißt, für jedes Haus, für jedes Kunstwerk, das mit dem Haus verschwinden muss, könnte man das sozusagen dran erinnern auf andere Weise. Aber wir müssen es ja ohnehin zulassen. Wir haben ja gar nicht die Mittel und Möglichkeiten, dieses Verschwinden aufzuhalten. Bitte, Professor. Ja, ich würde, obwohl ich nicht weiß, wie weit das führt, weil das so ein bisschen eine technischere Geschichte wäre, dass man vielleicht noch zwei Dinge unterscheidet. Das eine ist ja, dass es dieses Selektionsproblem oder dieses Auswahlproblem, wo man sagt, individuell hat man ja ein klares Urteil. So, obwohl man dann sagen muss, in 20 Jahren, man hat es falsch gemacht zum Beispiel. Ne? Aber das ist eigentlich klar, aber ich würde komplett davor zurückschrecken, je in irgendeinem Gremium schon nur eine Meinung zu äußern, was in einem Depot sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, weil das ist eine ganz andere Geschichte. Und die zweite Unterscheidung wäre vielleicht, was Kunst im öffentlichen Raum ist, wenn, ich sage das ganz unbeholfen, es gibt ja nicht nur diese Kunst, über die wir reden, die eine Referenz hat auf Geschichte, auf Bedeutung, Ästhetik, sondern es gibt Gebrauchskunst, sage ich jetzt mal. Und da denke ich zum Beispiel an seitdem, und das ist ja eine Wachstumsbranche, seit die EU vorgeschrieben hat oder will, dass an jede Straßenkreuzung wird ein Rondell. Und was steht in der Mitte dieses Kreisels? Also wenn man da durch Europa fährt, da kommt man ja aus dem Staunen nicht heraus, was das kreative Potenzial. Peter Rümkopf sagt dem über das Volksvermögen. Nicht? Also was da an
Bildformen, an Stahlkonstruktionen, an Versuch von ästhetischer Artikulation so rumsteht, da ist es ja wiederum kein Problem. Aber ich weiß gar nicht, nach welchen Kriterien sowas zustande kommt. Weiß ich zum Beispiel nicht, aber da könnte man sagen, gut, das kann auch wieder weg, dann kann was anderes und da könnte man wahnsinnig viel ausprobieren. Ob das eine künstlerische Aufgabe wäre, ist natürlich eine ganz andere Frage. Aber es gibt dann auch in Frankreich aufgestellte Kunst an der Autobahn, La Porte du Soleil und solche Geschichten, wo dann Stahlungetüme sich in den Himmel, also trivialste, aber noch nicht mal interessant trivial, also nicht jetzt cheap, nicht, keine billigen Trivialitäten, sondern so verklemmte Trivialitäten. Die im öffentlichen Raum in Niederösterreich war das eine Zeit lang ein riesiges Thema, weil das Kreisverkehr gebaut worden und dann hat man gesagt, weil die haben ja auch Sicherheit, da gibt es ja Sicherheitsauflagen nicht, die Kunst darf nicht ablenken und so weiter und so fort, aber da ist die Katrin Better. Was? Ich möchte die letzte Möglichkeit, dass noch jemand zu einem Mikro geht, ganz kurz, weil wir zum Schluss kommen müssen, oder? Die Künstlerinnen und warten auf ihre Präsentation ihrerseits, ist das richtig? Okay, letzte Fragerunde, Entschuldigung, dass ich so... Aber Entschuldigung, wenn niemand was sagt, würde ich gerne noch den Rest der Erklärung zur Kreiselkunst. Nein, ich wollte nur sagen, dass da ganz viele Kreisverkehre gekommen sind und dann hat man darüber nachgedacht und hat gesagt, das ist ganz schwierig, da gibt es diese Sicherheitsauflagen und also eigentlich hat man sich ein bisschen dagegen gewehrt, dass man gesagt hat, man möchte eigentlich in diesen Kreisverkehren keine Kunst im öffentlichen Raum Projekte machen. Ja, es sind dann vielfach von Gemeinden, auch dann von lokalen Künstlern Dinge aufgestellt worden. Es gibt auch ein paar, die sehr schön trotzdem mit Kunst bespielt wurden, aber es ist ein bisschen ein schwieriges und unglückliches Thema. Danke sehr. Noch dazu, weil es ja auch dieses Öffentliche, es ist ja wirklich wie ein Schaustück, um das man herumfahrt, das wie gesagt auch noch die Schwierigkeit hat, dass es eben diese Sicherheitsauflagen hat durch Autoverkehr. Keine Irritationen. Was macht man das für eine Kunst, die nicht irritieren darf? Also das sind nur meine... Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert. Die Katrin da. Ja. Tut mir leid, dass ich Sie so unterbrochen habe, aber ich sehe auch, dass da nichts mehr... Eine letzte... Ich finde schon diese Idee vom Heidulf Gern groß, dass man einen Friedhof macht. Und genauso finde ich auch großartig, doch, wenn man im öffentlichen Raum an den Kreuzungen der Autobahnen, wenn dort Kunstwerke sind, wie man das dann gut erhält oder so, das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber diese Plätze sind so der Aufmerksamkeit gewidmet, dass das großartig wäre, wenn ich eh nicht mehr, aber wenn man schon Autobahn fährt, dann trifft man wenigstens auf provokante Kunst. Und das finde ich als Konzept ziemlich gut. Okay, vielen Dank für das Statement. Und ich, wie geht's weiter? Was soll ich ankündigen? Oder einfach Schluss? Dann sehen wir alles draußen. Entschuldigung.